Unser heutiges Thema ist Vorbereitung auf Ramadan. Hast du dich auf den Ramadan vorbereitet? Und ich möchte nicht viele Worte verlieren. Und erstmal die Frage, kann man sich auf Ramadan vorbereiten? Kann man sich auf so einen gewaltigen Monat vorbereiten? Die Antwort ist ja. Genauso wie du dich auf einen Wettkampf vorbereiten kannst, genauso wie du dich auf einen Festtag vorbereiten kannst, kannst du dich auch für Ramadan vorbereiten mit wenigen Taten. Die wichtigste Tat, wie man sich vorbereitet, ist das reine Herz. Dass du vor Allah sauber bist. Dass du deine Sünden, die du jetzt noch machst, die du irgendwann mal damit aufhören wolltest, dass du damit vor Ramadan, vor dem heiligen Monat Ramadan, dass du sie beendest. Warum kann ich sie nicht erst zum Ramadan beenden und damit aufhören? Die Antwort ist, wenn du es nicht schaffst, die wichtigsten Sünden, die du jetzt hast. Jeder von uns hat bestimmte Sünden. Seien sie groß oder klein. Ob das die Menschen wissen oder nicht. Ob es eine Beziehung zwischen dir und Allah ist, diese Sünde. Oder zwischen den Menschen. Dass du jemandem Unrecht getan hast. Jemanden beklaut hast. Über jemanden gelästert hast. Oder deine Gebete nicht richtig machst, nicht rechtzeitig machst, nicht zum Fajr aufstehst, lügst, betrügst. Jeder von uns hat Sünden. Und wer sagt, ich habe keine Sünde, ist ein Lügner. Und versuche jetzt, bevor Ramadan kommt, die wichtigste Sünde, die größten Sünden, die du in deinen Augen hast, aufzuhören. Denn sonst läuft die Gefahr. Sonst besteht die Gefahr, dass du Ramadan nicht wirklich genießen wirst. Es wird wie ein anderer, gewöhnlicher Monat für dich sein, außer dass du nichts isst und nichts trinkst, vielleicht noch ein bisschen hier mitbetest. Aber sonst ändert sich nichts. Wenn Ramadan vergeht und du bist vor, genauso wie du vor Ramadan warst, dann ist es ein Anzeichen, dass Ramadan nicht von dir angenommen wurde. Ramadan passiert und du änderst dich nicht. Du verbesserst dich nicht. Du bist derselbe Mensch. Die Fehler sind dieselben. Das kann nicht sein. Dann hast du Ramadan nicht verstanden. Dann hast du die Gebete nicht verstanden. Da hast du Dua nicht verstanden. Oder nicht ernst gemeint. Das Wichtigste ist, dass du Allah um Vergebung bittest. Ist es denn schwer, dass man an bestimmte Sünden denkt, die man macht? Ich weiß von mir selbst, ich mache diese und diese und diese und diese Sünden. Ist es denn schwer, zu sagen, ja Allah, vergib mir das und das und das und das. Und was ich vergessen habe. Die Sünden, die ich in der Nacht gemacht habe. Die Sünden, die ich im Verborgenen gemacht habe. Die Sünden, die ich vor den Menschen getan habe. Ist es denn schwer, zu sagen, Astaghfirullah. Ich bitte dich, ja Allah, um Vergebung. Dieses Wort, Astaghfirullah, ist deine Rettung. Die Barmherzigkeit Allahs ist deine einzige Rettung vor dem Höllenfeuer. Deshalb, das sollte immer, jeden Tag auf deiner Zunge sein. Wie soll es denn anders sein? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dem alle Sünden vergeben worden sind, der sündenfrei ist,
am Tag 100 Mal Astaghfirullah gesagt haben und ich wende mich Allah reumütig zu. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. 100 Mal. Und er hat keine Sünden. Was ist mit dir, mit deinen Milliarden Sünden? Nicht einmal schaffst du das auszusprechen. Und versuche, die Fehler, die du mit deinen Mitmenschen hast, mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deiner Verwandtschaft, vor Ramadan wieder zu klären. Sag ihnen Entschuldigung, Ramadan kommt. Entschuldigung, weil ich einen Fehler gemacht habe, auch wenn du keinen Fehler gemacht hast. Verzeih mir, Bruder. Denk an die Fatwa von Al-Hasan al-Basri, radiyallahu anhu wa rahimah, zu dem ein Mann kam und er sagte, ja, Abu Sa'id, oh, Abu Sa'id, ich bereite das Wasser für Wudu vor, für die Gebetswaschung, für Qiyam al-Layl, um in der Nacht aufzustehen. Doch ich stehe nicht auf. Was ist der Grund dafür? Und er sagte, und merkt dir das, قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ. Deine Sünden haben dich gefesselt. Jede Tat, die du in Ramadan machen willst, wirst du nicht schaffen, weil deine Sünden dich fesseln. Deshalb pass auf, löse dich von diesen Fesseln. Der Shaitan wird dich nicht mehr belästigen können. Aber deine Sünden schon, deine Nefs schon, deine schlechten Freunde schon, Haram schon, Fernsehen schon, PlayStation schon. Alles, was sich jetzt ablenkt, wird dich auch im Ramadan ablenken und noch mehr. Es wird von den Salaf al-Salih, von einigen von ihnen überliefert, dass sie 6 Monate bevor Ramadan beginnt, Dua gesprochen haben. Allahumma ballighna Ramadan. O Allah, lass uns Ramadan erleben. Lass uns am Leben, wenn Ramadan kommt. Wir wollen diesen Monat miterleben, unbedingt. Weil sie wissen, dass so viel Gutes darin steckt. Es steckt in keinem anderen Monat so viel Khair wie in Ramadan. Und nach Ramadan haben sie 5 Monate Dua gemacht, dass Allah ihre Taten im Ramadan annimmt. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Sahaba frohe Botschaft überbracht, als er zu ihnen sagte, der gesegnete Monat Ramadan ist zu euch gekommen. In ihm hat Allah euch das Fasten zur Pflicht auferlegt. In ihm werden die Tore des Paradieses geöffnet. Und in ihm werden die Tore des Höllenfeuers, der Hölle geschlossen und die Satane in Ketten gelegt. Und in ihm gibt es eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Und wer das Gute in dieser Nacht verwehrt wird, wem das Gute in dieser Nacht verwehrt wird, dem wird das ganze Gute verwehrt. من حرم الخير فقد حرم من حرم خيرها فقد حرم. Wer es in dieser Nacht nicht schafft, das Gute zu erreichen, der hat das ganze Gute verloren. Welches Gute kannst du erwarten, wenn du
Laylatul Qadr verpasst. Das ist die beste Nacht überhaupt von dieser ganzen Dunya. Deshalb, freu dich wie die Sahaba auf diesen Monat. Freu dich auf die Chance, deine Sünden loszuwerden. Freu dich, dass du die Sünden, die du schon immer loswerden wolltest, in diesem Monat tatsächlich loswirst. Ramadan, in ihm ist das beste Buch vom Herrn der Welten herabgesandt. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Und deshalb ist Ramadan der Monat des Koran. Möge Allah uns auch diesen Monat erleben lassen. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wie man sich noch vorbereiten kann, vor allem für unsere Schwestern gilt das, die noch Fastenschulden haben, die von der Menstruation, aufgrund der Menstruation nicht fasten konnten, so sind sie verpflichtet, das Fasten nachzuholen, bevor Ramadan eintritt. So sagte auch Aisha radiallahu anha. Dass Schaban kam und sie noch Fastenschulden hatte und sie es nicht geschafft hat, in diesem Jahr das nachzuholen, außer in Schaban. Daraus haben die Gelehrten entnommen, dass das letzte Datum, die letzte Chance, die Fastenpflichten auszugleichen, Schaban ist, bevor Ramadan kommt. Was für uns alle wichtig ist, ist Wissen, islamisches Wissen über Ramadan anzueignen, wiederholen, die Fatawa nochmal durchzulesen, die Regeln für sich und für die Familie, für die Brüder, für die Kinder, für die Frau, für Eltern nochmal zu verdeutlichen. Jedes Jahr passieren Fehler, die aufgrund von Unwissen, von Jahl passieren. Warum? Weil du dich nicht damit befasst hast. Ah, ich weiß das schon. Vor 20 Jahren gelernt. Wahrscheinlich noch falsch, lückenhaft, falsch verstanden. Nicht komplett, sondern nur ein Teil. Eine Fatwa, die widerlegt wurde von den Gelehrten. Oder Sachen, die du für Wissen hältst, aber ich habe sie von meinem Opa gehört. Ein Freund hat das erzählt. Was ist jetzt mit meinem Fasten? Ungültig. Wirklich? Ja, ungültig. Wie oft hören wir das? Jedes Jahr. Wallahi, dass Brüder nach Fajr essen. Nachdem die Fajr gebetet haben, essen sie. Die haben gebetet. Das sind betende Leute. Aber falsch verstanden. Irgendwo was aufgeschnappt. Irgendeine Fatwa von einem X-Gelehrten oder Nicht-Gelehrten. Sachen, die wir für ganz normal Grundwissen halten, ist nicht vorhanden. Ich habe mein Fasten gebrochen. Warum? Ich habe Parfüm gerochen. Ich habe mein Fasten gebrochen. Warum, Bruder? Ja, ich habe nachts geschlafen und dann hatte ich einen feuchten Traum und mein Fasten ist gebrochen. Wer sagt dir das? Ja, aber wenn man mit Frau verkehrt und das ist das Gleiche. Nein! Es ist nicht das Gleiche. Wer hat dir das gesagt? Ha, ich dachte, du hast grundlos gegessen. Und solche Dinge gibt es viele. Deshalb rate ich mir und euch, nochmal die Regeln des Fastens durchzugehen. Für dich, für deine Frau, für deine Kinder. Und sei dir sicher, es werden so viele Fragen auftreten, die du für selbstverständlich hältst. Was wichtig ist, dass man versucht, alle Aufgaben, die im Ramadan normalerweise kommen würden, zu verschieben. Wenn du eine Reise hast, dann verschieb sie nicht im Ramadan. Wenn du ein Projekt hast, dann verschiebe das Projekt nach Ramadan. Wenn du heiraten willst, heirate nicht im Ramadan. Das alles wird dich ablenken. Wenn du frei nehmen kannst, dann nimm frei im Ramadan. Nicht im Sommer. Im Ramadan, vor allem die letzten 10 Nächte.
Denn da ist Laylatul Qadr. Das meiste Anrecht, das du freinimmst, sind diese Tage, die Eid-Tage. Dass du für Bayram, für Eid freinimmst. Dafür ist es wichtig. Und für die 10 Nächte, wenn du es schaffst. Wenn du es schaffst, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er ist unser Vorbild. Dass du freiwillig fastest in Sha'ban, in diesem Monat, dann tu es. Es ist authentisch überliefert. Dass Aisha sagte, radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam so viel fastete im Sha'ban, bis sie sagten, er wird nicht das Fasten brechen, er wird den ganzen Monat fasten. Und es ist auch überliefert, dass sogar Usama ibn Zayd radiallahu anhu zu ihm kam und er sah ihn jeden Tag fasten. Er sah, dass der Prophet schon in Sha'ban so viel gefastet hat. Und er sagte, ja Rasulullah, ich sehe dich zu keinem anderen Monat mehr fasten. Außer in Sha'ban. Außer Ramadan gibt es keinen Monat, den er komplett gefastet hat. Aber danach am meisten gefastet in Sha'ban, einen Monat davor. Das ist authentisch überliefert. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu ihm, das ist ein Monat, über den die Menschen in Unachtsamkeit leben. Die Menschen sind über diesen Monat Sha'ban unachtsam. Alle warten auf Ramadan. Die meisten Menschen kümmern sich nicht um Sha'ban, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Viele Menschen sind darüber unachtsam. Es ist ein Monat. Er liegt zwischen Rajab und Ramadan und ist der Monat, in dem die Taten zum Herrn der Welten emporgehoben werden. Und ich möchte, dass meine Taten emporgehoben werden, während ich faste, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er weiß, in diesem Monat werden deine Taten, die du im ganzen Jahr zu Allah erhoben. Und er sagt, ich möchte, wenn es erhoben wird, in diesem Monat, dass ich faste. Dass er geschrieben wird, dass er unter den Fastenden ist. Deshalb, wenn du es schaffst, viel von Sha'ban zu fasten, bevor Ramadan kommt, dann tue es. Und sei es montags und donnerstags. Und das Letzte, was ich mir und euch rate, ist schon jetzt Koran regelmäßig zu lesen. Wir werden bi'idhnillahi ta'ala, wenn Allah uns Leben und Möglichkeit gibt, mehr darüber sprechen, was die Sahaba und die Salihin und die Salaf im Ramadan getan haben. Es wird überliefert, dass manche Gelehrte sagen, der Monat Sha'ban ist der Monat der Koran-Rezitatoren. Shahrul Qurra. Sha'ban, Shahrul Qurra. Ist der Monat, wo die ganzen Rezitatoren, die Koran lesen, die höchsten Stufen bei Allah haben, wie wir schon anfangen. Und es gab viele Gelehrte, unter anderem ein Gelehrter namens Amr ibn Qais, der pflegte etwas zu tun. Immer wenn Sha'ban kam, der Monat Sha'ban, pflegte er seinen Laden zu schließen. Er hatte Urlaub in Sha'ban und hat sich dem Koran gewidmet. Und hat sich dem Koran, auf den Koran konzentriert. Deshalb, wenn wir lesen, wie oft Imam Shafi'i den Koran gelesen hat und viele Sahaba, dann ist das kein Zufall, sondern es ist Absicht. Die haben sich Zeit genommen für den Koran. Und ihr müsst wissen, alles wird erleichtert, was Allah möglich macht. Ihr müsst nur diese Absicht haben. Habt ihr diese Absicht? Haben wir wirklich diese Absicht, im Ramadan, diesen Ramadan, besser zu sein als im vorigen? Haben wir wirklich die Absicht, nicht mehr die Fehler, die wir jetzt im letzten Ramadan getan haben,
Nicht zu wiederholen. Bist du zufrieden mit deinem letzten Ramadan? Sei ehrlich. Warst du nicht traurig, als gesagt wurde, morgen ist Eid? Und du gesagt hast, nein, ich habe das nicht geschafft. Und das habe ich auch nicht geschafft. Und Koran habe ich nicht durchgelesen. Und ich habe nicht genug Sadaqa gegeben. Ich habe mich nicht mit meinen Verwandten versöhnt. Ich habe nur wenig gebetet. Ich war zu wenig zu Tarawih da. Ich war zu wenig zum Qiyam da. War das nicht so? Jetzt schickt dir Allah noch eine Chance. Wenn Allah euch und uns diese Chance gibt. Und jetzt versteht ihr, warum die Sahaba und die Salihin diese Dua gemacht haben, dass sie diesen Monat erleben dürfen. Stell dir vor, damit möchte ich abschließen mit einem Beispiel. Es gibt einen Sportler. Und dieser Sportler steht sofort auf und geht zum Kampf. Sei es Boxen, sei es Fußball, sei es irgendetwas. Ohne sich aufzuwärmen. Was wird passieren? Er ist nicht vorbereitet. Er ist noch nicht warm. Er wird sich verletzen. Er wird schnell müde. Er wird keine Lust mehr haben. Er wird aufgeben. Das Gleiche passiert im Ramadan. Mit dir. Du warst nicht vorbereitet. Du fastest nur im Ramadan. Du liest Koran nur, wenn Ramadan kommt, öffnest du das Buch. Und wunderst dich, dass du in der Mitte des Ramadan keine Kraft mehr hast. Wenn du jetzt, Bruder, dich aufwärmst für diesen Monat, dann wirst du mit Power Ramadan beginnen und durchziehen. Du wirst nur schlapp machen, wenn du überhaupt dich nicht vorher aufgewärmt hast, sondern kalt gestartet hast, wie die meisten von uns. Ist morgen Ramadan? Okay, dann faste ich. Nicht mit dieser Vorfreude. Nicht mit ich erwarte die Prüfung, sie kommt jetzt. Ich habe mich so lange vorbereitet. Die Prüfung wird kommen. Und du wirst die Ergebnisse sehen. Spätestens Yawm Qiyam. Möge Allah uns diesen heiligen Monat erleben lassen. Möge Allah uns in diesem heiligen Monat viele, viele gute Taten machen lassen und uns von uns annehmen. Amin. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح.